Auf der 34er Sandbank sollen mal wieder die Plattfische hervorragend gut laufen. Und das muss natürlich getestet werden. Dementsprechend ran hier auf die 34er Sandbank, verschiedene Köder testen und rausziehen die Plattfische. Ja, und es sieht tatsächlich schon ganz vernünftig aus. Ich habe jetzt ein bisschen rumprobiert. Ich habe mir verschiedene Untergründe genau angeschaut, wie das hier aussieht, wo welcher Fisch reingeht und was die Köder beißen, damit man die möglichst rausnimmt, die Köder. Im Moment scheint es wieder so, als ob die Köder komplett abfahren auf Rot. Dementsprechend lassen wir Rot natürlich möglichst weg. Und ich gucke auch hier direkt rein. Hier ist er auf den Provoker gegangen, also auch auf den Knallgelben. Ich habe gerade wieder ein bisschen die Farbe geändert. Bin jetzt hier auf Gelb rein, beziehungsweise hauptsächlich Grau und dann zwischendurch einmal ein Farbtupfer mit drin im gesamten Setup. Das gucken wir uns gleich natürlich auch im Detail nochmal schön an, wie das Ganze hier aussieht. Ja, ich mache gerade meine Happy Hour hier, weil hier einfach eine ganz vernünftige Frequenz ist. Die Fische bringen ganz gut XP und alles, was so untermaßig ist, bringt immer noch ganz gut XP. Schmeiße ich dann aber auch nochmal weg, bringt nochmal mehr XP. Also das geht schon mal so ganz gut. Und ansonsten will ich ja an für sich nur die Plattfische. Und die ballern eben hier auch schon die ganze Zeit immer wieder rein. Ja, und jetzt mit der nächsten Köder-Kombi scheint es wieder ein bisschen andere Fische zu locken. Auch den lassen wir direkt wieder frei oder verhackstücken den zu Fischfetzen. Ich teste zum einen gerade einen anderen Pilker, den Jigmaster, den Jigmeister 110. Mit einer Variation von den Lockmitteln sozusagen. Entweder schwarz oder weiß oder gelb oder silber oder sowas. Also hier kann man eben schön noch ein bisschen variieren. Und dann habe ich zweimal relativ grau die Kombination. Auch der funktioniert schon ganz gut. Der Quicker 4,503 läuft schon mal ganz gut. Und hier wird jetzt allerdings noch mal ein bisschen Variation reingebracht. Nehmen wir einfach mal noch mal den rosanen, der lief ja vor ein paar Wochen schon immer wieder auch ganz gut. Das heißt, wir haben komplett, beziehungsweise, nee, dann machen wir das hier oben auch. Dann haben wir hier oben einmal beim Jigmaster und bei den Dekorationen sozusagen. So, zweimal die rosanen Komponenten. Jetzt wieder gucken, sandiger Untergrund, kiesiger Untergrund, steiniger Untergrund. Diese Untergründe hier, die wollen wir ja immer erkennen und wissen, wo sind wir jetzt gerade unterwegs, was ist es für ein Untergrund, wenn du nicht sicher bist, schau nochmal ins Echolot-Video rein, da wird das alles erklärt, wie die verschiedenen Untergründe sind und zack. Und dementsprechend guckt man dann eben, was beißt da rein, welche Fische sind da in dem Bereich vorrangig, beziehungsweise welche Fische reagieren da sozusagen auf, ja, den wollen wir nicht. Auf mein Set. Zwei, drei Würfe noch. Wenn das wieder den Skorpion bringt, dann wechsle ich natürlich. Das hatte ich hier vorne zum Beispiel. Hier ging es nur auf den Jigmaster ohne alles. Dann ging es hier einmal auf den Quicker 3. Dann wieder auf den Jigmaster. Dann wieder auf den Quicker 5. Also da musste ich also ein bisschen was variieren, beziehungsweise auch die Farben dann ändern. Und danach ging es auch sofort wieder. Also wenn man da wieder so ein bisschen Variation reinbringt, kann man dann eben seine ungeliebten Fische sozusagen. Siehst du, da geht er schon rein, der Seeskorpion. Die kann man dann ausmerzen. Ich meine, als Trophy nimmt man den natürlich gerne mit. Aber so braucht man das nicht. Genauso wie einen Schellfisch, den suche ich auch nicht. Also ich versuche tatsächlich jetzt möglichst, naja gut, Seewolf nehme ich natürlich mit, Dornhai nehme ich mit, aber möglichst sämtliche Plattfische zu triggern. Auch hier anfangs ging es halt ganz gut los, komplett eben alles hier auf den Quicker 03, aber eben auch hier die Klischen und die Doggerschabe, auch das hier alles auf den Quicker 4,503, also auch das hat sehr gut funktioniert, komplett auf Grau-Grau-Kombination und ich zeige es auch nochmal gerade auf der Map, denn ich befahre gerade nur diesen unteren Bereich hier, also ich ziehe quasi hier so eine Grenze. Und habe dann hier unten dieses Drittel sozusagen, oder wenn wir hier von der 34 ausgehen, zack, als Grenze 1, 2 und dann haben wir hier so drei Bereiche. Also nur diese Area hier, manchmal auch eher nur unten im Zipfel, manchmal eher hier oben.
je nachdem, was es für ein Untergrund ist. Jetzt haben wir gerade hier wieder komplett sandigen Untergrund. Und dementsprechend gucken wir mal, was jetzt hier so reingeht. Ja, kohlemäßig passt das schon ganz gut. Sollte an für sich ganz gut passen. Gucken wir nochmal gerade rein. Also einige Plattfische dabei. Die Köhler, ich bin mir noch nicht so ganz sicher. Die Gewichtsklasse ist, glaube ich, ganz okay. Ich würde sagen, alles unter 5 Kilo mache ich zu Fischfetzen wieder. Und ansonsten so von den Plattfischen passt es auch. Was ich auf jeden Fall gleich auch noch testen werde, ist das Flying Collar Rig. Mit dem Flying Collar Rig gleich nochmal und gelber Kombination. Okay, hier müssen wir wieder was ändern. Hier müssen wir gleich was ändern. Zu viel Kleine jetzt gerade auf Pink. Oder auf dem sandigen Untergrund. Das heißt, ich fahre gleich nochmal eine Ecke weiter. Wobei, da kommt schon wieder steiniger Untergrund. Das ist gut. Dann machen wir nochmal eine kurze Pause im Absinken. Gehen jetzt nochmal weiter. Wir kommen jetzt so langsam hier vorne in den steinigen Untergrund. Und dann testen wir nochmal mit pinker Kombination auf steinigen Untergrund. So, und dann gehen wir natürlich hier wieder schön rein ins Pilken. Locker rein, locker ziehen. So, und da haben wir auch schon Biss. Aber auch das scheint nicht so richtig groß zu sein. Da müssen wir nochmal ein bisschen ran. Wieder nächste Farbe. Ja, Seeskorpion, immerhin maßig. Auch auf dem Jigmaster. Zuvor hatte ich auch schon die Lurker probiert. Hier der Lurker 03 zum Beispiel. Aber auch der hat dann immer wieder auch die Köhler geliefert. Deswegen bin ich jetzt einfach hier mal auf den silbernen gegangen. Gehen wir einfach mal fluoreszierend rein. So, Fluoro in Kombination direkt wieder raus. Ja, ansonsten, wie gesagt, alles komplett auf 4-0er Haken. Passt ganz gut hier auch mit dem Quicker. Und eben hier dieser Quicker 4,503 scheint ganz gut zu gehen. Im Absinken sogar auch schon der Biss. Na, direkt der nächste Köhler. Nee, Steinköhler. Das ist natürlich nice, denn die bringen ganz gut Cash. Die nehmen wir natürlich gerne mit, wenn wir da einen Spot haben. Dann lohnt sich das. Ja, mittlerweile sind wir hier wieder auf kiesigem Untergrund, also ein bisschen weiter getrieben. Dann gucken wir mal, wie das jetzt hier an der Stelle wirkt. Die Frequenz natürlich an für sich wie gewohnt immer wieder gut. Gerade wenn man die Beifänger hat, läuft das natürlich raketenmäßig. Aber an für sich auch so vom... Ja, perfekt. An für sich auch so vom Pilker her gar nicht verkehrt. Wir haben hier nochmal einen etwas schwereren Pilker. Also der Jigmeister. Einfach nur silbrig und ja, mit einem vernünftig großen Haken hier. 4-0er Haken. Ich glaube, man könnte sogar nochmal eine Nummer größer gehen auf 6-0er Haken. Sollte, ja, geht sogar bis maximal 6-0er Haken. Also auch durchaus eine Option, den einfach zu nehmen. Nochmal ein bisschen schwerer, der nochmal ein bisschen schneller runtersinkt. Und man ist noch schneller auf dem Untergrund und kann dann da gut jiggen. Und der nächste Skorpion. Ja, also recht unterschiedlich das Ganze. Ich baue jetzt hier gleich nochmal eben um. Wie gerade schon gesagt, auf das Flying Collar Rig. Und zwar hier eben das Ganze komplett auf gelb. Fürs Flying Collar Rig braucht man, auch wenn man es freigeschaltet hat, eine Bootsroute. Geht also mit der Pilkroute nicht. Ist aber auch jetzt nicht so das Rig, was man unbedingt benötigt. So, schnell nochmal raus, bevor das Bootsticket ausläuft. Was man unbedingt benötigt fürs Cash machen, fürs XP machen. Das ist etwas, um vielleicht eine Herausforderung abzuschließen. Also gar nicht so interessant. Es gibt einfach die Herausforderung, fange auf dem Flying Collar Rig einen Plattfisch als Trophy. Also eine Scholle, eine Dogger oder so weiter und so weiter. Und ja, wahrscheinlich ist das einfach auch eine gute Montage für die Plattfische. Und da ich die ja suche, werde ich jetzt hier weitermachen. Also ein bisschen auswerfen, dann langsam, sehr langsam einfach einkurbeln. Oder einfach gucken, wie die Drift so läuft. Und dann gucken, dass wir hier auf dem Flying Collar Rig die Plattfische kriegen. Ja, gelb soll laufen, hieß es gestern auch schon im Livestream-Chat. Deswegen teste ich das gleich weiter. Also absinken lassen, schön auf die Tiefe, maximal. Grundberührung und dann eben langsam einkurbeln. Vielleicht geht es sogar noch langsamer. So locker über den Grund ziehen. Und dann haben wir eben diesen Wurm, den Silikonwurm, der da jetzt lang tänzelt sozusagen. Und wir versuchen jetzt genau die Plattfische zu triggern. Ich habe noch gar nicht in den Kescher reingeguckt, oder? Machen wir vom Land aus. Die Zeit ist jetzt eh gleich vorbei.
bis das U-Boot da ist. Kurz in den Kescher reingucken, Kaffeeaufträge natürlich auch nochmal gucken. Das ist natürlich immer praktisch, wenn man möglichst viele verschiedene Fische hat. Ist das natürlich immer wieder super, um am Kaffee möglichst viele Kaffeeaufträge dann auch abschließen zu können. Grundbewegung, Grundbewegung, Grundbewegung. Aber bisher noch nichts. Alter, da kommt der Riesenkahn. Und da kommt auch nochmal ein Biss, hervorragend. Den nehmen wir natürlich auch noch mit. Wenn wir den denn kriegen. Ja, macht sich ein bisschen schwer. Allen bleib hier. Komm, 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 komm. Die letzten 10 Minuten, aber das passt auch noch genau. Hervorragend. So, na guck, nochmal den Steinbutt zum Abschluss. Also, das werde ich auf jeden Fall gleich nochmal testen mit dem Flying Collar Rig auf, ja, auf die Plattfische. Da soll doch noch ein bisschen was gehen. So, jetzt kurz zurück an Land und dann schnell ins Café schauen, ob sich das Ganze denn jetzt hier gelohnt hat. Also eine Stunde am Nordmeer, ein 1-Stunden-Bootsticket gekauft, rausgefahren und na guck, die nehmen wir natürlich direkt mit. Da haben wir schon mal 118 Silber, die haben wir nicht. 6 Stück, den fange ich gleich. Den fange ich gleich nochmal. Die Doggerschabe in 2,3 ist noch nicht drin. Zweimal ein großer Lump auch nicht. Muss auch nicht sein, aber 118 haben wir hier schon mal. Und 150 haben wir auf jeden Fall nochmal in Aussicht. Und dann gucken wir jetzt hier nochmal nach Preisen sortiert. Ist das Ganze auch jetzt nicht so verkehrt, also 600 Silber jetzt hier mit dem Kaffeeauftrag, beziehungsweise da ist ja nochmal 150 drin mit den kleinen Seeskorpionen hier. Die bringen ja so jetzt auch nicht so ganz viel, 5, 6, ja, also da können wir auf jeden Fall nochmal ein bisschen Cash mitmachen. Ja, ganz okay, wie immer eigentlich auf der 34er Sandbank und das Ganze natürlich auch zu beangeln mit ganz normal einfachem Köder. Also, wenn man keine Beifänger hat, einfach nur das Ganze solo betreiben. Einfach mit dem Jigmeister oder mit den Lurkern als Pilker. Einfach nur mit der Jigmontage dann irgendwann später und den, mit den Quickern schön solo einen nach dem anderen rausziehen. Oder was natürlich auch immer wieder geht, wenn man sich die 100 Silber sparen will, einfach die Landplätze da oben. Der vom Affenfelsen aus, da hinten am Anleger, hier hinten die Stellen natürlich auch testen, am Holzanleger und so weiter. Zu all den Spots gibt es natürlich auch Videos in der Playlist zum Nordmeer. Wenn es dir geholfen hat, Daumen da lassen, Kanal abonnieren, hilft mir mega. Und dann sehen wir uns im nächsten Video oder im nächsten Livestream. Montags, Mittwochs und Freitags immer ab 19 Uhr. Und Freitags machen wir immer schön Wettangeln. Schön Community-Wettangeln an den Low-Level-Gewässern, damit da auch jeder mitmachen kann. Petri, bis zum nächsten Mal.